Bem, bem, bem. Vamos sair uma vez e olha o caminhão. So, schönen guten Tag und herzlich willkommen jetzt zu unserer kleinen Fütterung bei den kalifornischen Seesöwen. Während ich hier mit der Lucia ein bisschen was Trainingstechnisches mache und die ein bisschen füttern möchte, die Gelegenheit nutzen, ein bisschen was über die Tiere hier zu erzählen. Die beiden Jungtiere, hier einmal die Eileen dort, der Hermann da, sind erst seit gestern hier draußen, deshalb läuft es noch nicht so optimal, wie es normalerweise der Fall ist. Es dauert ein paar Tage, dann hat sie so eingespielt, aber da müssen wir ein bisschen Geduld haben und demnächst nochmal wiederkommen. So, alle auf dieser Anlage befindlichen Tiere sind kalifornische Seelöwen, wie der Name schon sagt, von der Westküste Nordamerikas ursprünglich stammt. Unsere Tiere sind allerdings alle aus diversen Zoos und haben die Natur nie gesehen. Dennoch sind es echte Ohrenrobben, so wie die Seebären auf der anderen Seite eben auch. Die zweite große Familie der Robben sind die sogenannten Hundsrobben und die unterscheiden sich in ein paar Punkten von den Ohrenrobben hier. Hauptunterscheidungsmerkmal sieht man hier ganz deutlich bei der Lucia, sind die deutlich, wenn auch kleinen, sichtbaren Ohrmuscheln, die alle Hundsrobben nicht haben. Zweites Unterscheidungsmerkmal zeigt die Lucia hier gerade nur ein bisschen eingeschränkt, wenn wir nochmal versuchen zu korrigieren, ist die Fähigkeit aller Ohrenrobben, jetzt zeigt sie, die Hinterextremitäten unter den Körper zu stellen, weshalb die Tiere in der Lage sind, relativ gut galoppähnlich und schnell an Land zu laufen und recht gut zu klettern. Alle Hundsrobben können das nicht. Nächstes Unterscheidungsmerkmal betrifft die Fortbewegungsweise im Wasser selbst. Achten Sie mal drauf, die holen ihren Schwung, ihren Antrieb nur über die Vorderflipper. Alle Hundsrobben tun dies nur über die Hinterflipper. Was aber alle Robben gemeinsam haben, ist, dass sie echte Raubtiere sind, die sich zwar überwiegend von Fisch ernähren, darüber hinaus aber sogenannte Kopffüßer fressen. Dazu zählen Kalamaris. Des Weiteren fressen diverse Robben, insbesondere die Ohrenrobben, auch diverse Seevögel von Pinguin, Tölpel, Albatros und so weiter. Hier bekommen die Tiere nur diverse Fischsorten und Kopffüßer. Zur Fortpflanzung dieser Tiere, wir haben hier ein Bull und vier weibliche Tiere. Wir mal kurz draußen, ein bisschen was zeigen. Wir züchten die Tiere seit 2006 regelmäßig. Nach einer Tragzeit von etwa einem Jahr kommt immer nur ein Jungtier zur Welt, welches dann ein Jahr lang gesäugt wird. Und in dem Moment, wo sich das Mutter-Kind-Verhältnis, was das Säugen anbelangt, ein bisschen locker, ist für uns auch der Augenblick gekommen, diese Tiere hier von den Jungtieren kurzzeitig zu separieren, sodass die Jungtiere dann richtig schön Hunger haben und dann fressen die immer selbstständig. Genauso passiert es auch in der Natur, an der wir uns an der Ecke natürlich sehr stark orientieren. Natürliche Feinde, dürfen Sie mal gleich raten, Lucia, zeig mal, wer ist denn der natürliche Feind? Und haben Sie eine Idee? Haie, genau. Haie und Orcas, die wir unter dem Namen Schwertwal kennen. Und diese Tiere versuchen immer, die Robben von unten her zu attackieren und anzugreifen. Und da gibt es diverse Strategien von insbesondere den Ohrenrobben, diesen Angriffen auszuweichen. Und das werden wir hier mal kurz exemplarisch darstellen. Die weichen nämlich mit diversen akrobatischen Sprüngen diesen Angriffen aus, was wir ein bisschen trainerisch verfeinert haben und das endet dann wie folgt. Lucia, geh mal dahin. Geh mal Platz. Super. So, dann komm. Jo. Versuchen Sie mal nachzumachen, ist ja nicht so einfach. Ich übe gleich mal weiter und ich lache nicht. So, mach mal einen Schraubschwung und hier. Ja, jo. Alles gut, meine Süße. Die nächste hier im Bunde wird die Sandra sein, die übrigens auch die Mutter von dem Hermann da drüben ist und die wird noch ein paar weitere Sprünge exemplarisch zeigen. Die Tiere werden hier regelmäßig, das heißt täglich trainiert. Erstens, weil wir in der Lage sein wollen, die Tiere überall anzufassen, weil wir ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu den Tieren haben wollen. Der junge Mann hat eine Frage, die beantwortet alle weiteren später. Bitte. Ich habe eine Frage. Ja. Wer ist denn die Mutter von dem Jungen da hinten?
den zweiten da. Der da oben liegt oder unten? Unten. Das ist die Doro, die kommt nachher wieder raus. Ach so. Mama. Bitte. Wo waren wir stehen geblieben? Training. So, also wir werden regelmäßig trainiert. Wir machen auch gesundheitsmedizinische Sachen, machen wir Zähne. Wunderbar. Wir können also Zahnkontrollen machen, Augenkontrollen, wir können die überall abtasten. Wir sind in der Lage, Ultraschalluntersuchungen auf eventuelle Trächtigkeiten zu machen und so weiter und so weiter. Das macht denen natürlich auch Spaß. Des Weiteren machen wir viele Sachen, die reine Spaßtraining oder Beschäftigungstraining beinhalten, weil diese Tiere ja alle hochgradig und jetzt sind und die müssen wir regelmäßig mental, aber auch körperlich fordern und fördern. Wir werden bei der Sandra gleich noch sehen, dass die auch schon Ballen balancieren und abortieren und so weiter. Dieses Abortieren hat eigentlich nur den Sinn, ja, weil erstens natürlich eine Beschäftigung ist, aber zweitens gibt es immer wieder leider Leute, die hier irgendwelche Fremdkörper in die Becken schmeißen. Und damit sich die Seelöwen hier daran nicht verletzen, sind die alle darauf trainiert, uns diese Gegenstände zurückzubringen, bevor es nämlich zu Verletzungen kommt. Dieses Abortieren ist, dieses Balancieren, was man ja aus dem Fernsehen kennt und so weiter, ist auch nicht allzu schwer. Man sieht ja hier bei der Lucia toll, die hat hier vorne diese Barthaare, die heißt im Fachjargon Fibristen. Ganz empfindliche Tastorgane, sodass die Tiere auch in der Lage sind, im sehr trüben Wasser ihre Fische zu orten, nämlich mit diesen Barthaaren und zu fangen. Ist nur eine Wespenmütze. Ihr kennt damit auch ständig. Und diese Barthaare können die versteifen. Mach mal. Komm mal hier. Man sieht ja, wie die richtig bewegen kann. Und dadurch sind die in der Lage, diese Bälle zu balancieren. Das sieht immer ganz toll aus im Zirkus. Ehrlich gesagt, das ist eine ganz einfache Nummer. So, jetzt bringe ich die kleine Mickey Maus hier mal zurück und lege diese Elektrozeug ab. Doch, doch, wir kommen doch wieder. Lege dann diese Elektrozeug ab und gehe dann noch ins tiefe Wasser. Würde dann also nicht mehr kommentieren, komm mit der Sandra zurück und dann schaut sie sich mal an, was wir alles an Training machen. Bin in 2 Minuten wieder zurück, wie ist jetzt mal Christian. Gut. In 2 Minuten wieder zurück und dann viel Spaß beim Zuschauen. Sagst du Tschüss? Und winken? Gut. So, wir sind ja wieder da, ja? Ciao. So, komm, Süße.